So, hallo liebe Hust, liebe Leute, fängt ja schon mal gut an. Da mein 100-Abo-Special ja leider ausgefallen ist, wie ihr wisst, habe ich mir gedacht, machst du zu der 140. Inzwischen sind es ja 140 Abonnenten. Ich habe ein kleines Special, nämlich How to make a Let's Play oder How to make a Let's Play. So, meine Aussprache hapert schon wieder. Wie mache ich meine Let's Plays? Wie könnt ihr sie machen? So, gleich mal zu Anfang. Es gibt vermutlich tausende Arten, ein Let's Play zu machen. Es gibt so mehr oder weniger Kleinkindarten, die dann irgendwie so eine VGA-Handykamera nehmen und dann einen Bildschirm abfilmen. Es gibt dann aber auch noch Möglichkeiten, die wo wirklich nur HD-Qualität und ja, perfekte Bildqualität bringen. Ja, so nehme ich auf, wie ihr es vielleicht gesehen habt. So, ich habe mir ein wenig was vorbereitet. Ich sehe etwas zu wenig, ich habe nämlich was vergessen, aber was soll's. So, ich fange an. Wie nehme ich meine Let's Plays auf? Das ist die klassische Frage, die bekomme ich am Tag 5-mal gestellt, mindestens. Und ja, zuerst, wie nimmst du überhaupt auf? Also ich nehme mit Fraps auf, alles. Ich nehme alles ausnahmslos mit Fraps auf. Bis auf dieses Video hier, das nehme ich jetzt gerade mit Camtasia auf. So, vergesst den Namen hier. Dann, ihr könnt ja benchmarken. Habe ich noch nie gemacht und ich kenne mich damit auch nicht aus, deswegen überspringen wir das. So, hier, Overlay Corner. Da könnt ihr einstellen, wo diese FPS-Zahl hier angezeigt wird. Das heißt, wenn sie grün ist, wenn sie gelb ist, das zeigt euch an, wie viele FPS, also Frames per Second, mein Gott, wie viele Bilder pro Sekunde ihr habt. Entweder könnt ihr das links oben, rechts unten oder links unten einstellen oder gar nicht. Ich habe es immer links oben, Standardeinstellung. Warum denn nicht? Wenn ihr von einem Emulator aufnehmt, würde ich euch empfehlen, hier auf Hide Overlay zu klicken, weil es vorkommen kann, dass bei Emulatorspielen die FPS-Anzeige mit aufgenommen wird. Das heißt, normalerweise nimmt Fraps diese FPS-Anzeige eben nicht mit auf, aber bei älteren Spielen, wie eben bei Emulatorspielen, wird die FPS-Zahl gerne mal mit aufgenommen und ja, das nervt. So, Movies, hier der wichtigste Teil. Videos aufnehmen. Ich fange mal hier oben an. Nein, das fange ich da an. Video Capture Hotkey. Heißt, es ist der Hotkey, wie ihr eure Aufnahme startet. Das heißt, ihr startet Fraps. Ihr geht ins Spiel. Dann drückt ihr hier in meinem Fall die Bild nach oben Taste und es wird aufgenommen. So, Video Capture Settings. Könnt ihr einstellen, wie viel FPS? Also ich habe hier immer 62 FPS. Wie halt aufgenommen wird. Und ja, im Regelfall reicht es, wenn ihr auf 30 FPS einstellt. Nur ich experimentiere eben auch gerne mit Videobearbeitung und so rum. Deswegen stelle ich immer eine recht hohe FPS-Zahl ein. So, Full Size, Half Size. Die Funktion ist eigentlich total nutzlos, also zumindest für mich. Wenn ihr zum Beispiel die Bildschirmauflösung 1680 mal 1050 habt, dann wird das Video auch in diesen Maßen aufgenommen, also in 1680 mal 1050. Wenn ihr nun auf Half Size umstellt, dann wird es eben genau halbiert. Das heißt, die 1680 wird halbiert in, um Gottes Willen rechnen, 840 mal 525. Kann ich nicht gebrauchen, deswegen Full Size. Das ist hauptsächlich dazu da, wenn ihr eben mal wieder das Wort Emulatorspiele aufnimmt, wo ihr diese Riesenauflösung nicht braucht. Dann Sound Capture Settings, Record Sound. So. Ich weiß, dass hier in Windows Vista eine zweite Anzeige ist. Da kann man nämlich von zwei Sound Inputs aufnehmen, nämlich von Windows Sound, also Spiele Sound und Mikrofon. Da ich aber noch guter alter XP-Nutzer bin und das wird sich auch so schnell nicht ändern, habe ich hier nur einen Sound-Input, was mich aber nicht hindert, da ich ein tolles Programmchen
Programmchen habe. Ja, man nennt es wirklich Programmchen. Das ist hier genau eine Exe, die 20 Kilobyte groß ist. Und die starte ich jetzt mal. So, das Dingens hier, du gehst weg. Das Dingens hier nennt sich Audio Repeater 1.18. Damit könnt ihr euren Sound umleiten. Das heißt, ich gehe mal hier in die Soundeinstellungen. Fraps mache ich mal weg. Dunk. Irgendwas hat jetzt gedunkt. Moment. Ah, sehr schön. Hier, Soundwiedergabe, Realtek HD Audio Output und Soundaufnahme Audio Input. Das ist meine normale Soundkarte. So, Kenner von euch erkennen das hier. Ich habe ein USB-Headset. Das heißt, USB-Headset unterstützen meist. Ich erkläre erstmal, was Stereo-Mix überhaupt ist. So. Das heißt, Stereo-Mix muss hier auf Ton an. Ich weiß nicht, warum das gerade aus war. Das hier ist der Input. Das heißt, dieses Soundgerät hier wird von Fraps aufgenommen. Fraps. Hier. Realtek HD Audio Input, Realtek HD Audio Input. Alles, was da raufgespielt wird auf dieses Soundgerät, wird hier aufgenommen. Das heißt, alles, wo hier der Haken nicht drinnen ist, wird aufgenommen. So, ganz wichtig hier, Stereo-Mix. Stereo-Mix muss unbedingt eingeschaltet sein. Ansonsten habt ihr nämlich keinen Spielsound. Stereo-Mix heißt nämlich nichts anderes als das, was hier auf Realtek HD Audio Output ausgegeben wird. Also der Spielsound, diese Windows-Sounds und das ganze Tralala wird auf HD-Input umgeleitet. Das heißt, ihr habt alles, was hier rauskommt, jetzt auch da. So, nun zum Problem mit dem USB-Headset. In Vista und Windows 7 ist das kein Problem mehr, weil da kann man ja, wie schon gesagt, hier auf Soundwiedergabe Output aufnehmen und dann eben auf Soundaufnahme hier USB Voice over IP Device. Geht hier bei Windows XP nicht. Hier kann man nur Realtek HD Audio Input aufnehmen oder eben den Input, den ihr da habt. C-Media, was gibt's noch? Ach, hast du nicht gesehen, das A4-Tech und weiß Gott was alles. Deswegen benutze ich den Audio Repeater. Das heißt, ich stelle hier auf Wave In mein USB-Headset ein und auf Wave Out Realtek HD Audio Output. Total Buffer 100 Millisekunden, Buffers 100, Bits per Sample 32, da könnt ihr ein bisschen rumspielen, da kann nichts passieren. So, wenn ich jetzt auf Start drücke, jetzt höre ich mich doppelt, juhu. Ich halte mal wieder an, weil das nervt. Dann wird das, was ich hier ins USB-Headset reinrede, auf den Output umgeleitet und der Stereo-Mix leitet es dann vom Output auf den Input um und somit haben wir, Moment, haben wir hier sowohl Spielsound als auch Stimme. Das ist der ganze Spuk. Wie ihr an dieses Programm kommt, ja, ich werde es euch vielleicht hochladen und dann könnt ihr es euch in der Videobeschreibung runterladen oder benutzt Google. Google ist euer Freund. Gut, das war es eigentlich auch schon zur Soundaufnahme. Dann zurück zu Fraps. Zu meinem Verarbeitungssystem. So, also hier kann man noch Screenshots machen. Ich denke, dazu muss ich nichts erklären. Das erklärt sich von selbst. Zu meinem Aufnahmesystem. Ich nehme immer etwa 30 Minuten am Stück auf. Und ja, das mache ich folgendermaßen. Ich habe hier einen Ordner. Fraps, du nervst. So, ich habe hier einen Ordner, der heißt Let's Plays. Der ist auf der größten Festplatte, die ich habe, auf der größten Partition. Da habe ich einmal Programme, da sind die Render-Programme drin, wie Sony Vegas, Camtasia, Windows Movie Maker und was es alles noch gibt. Dann habe ich hier das Archiv. Das Archiv. Hier habe ich Ordner für jedes Projekt, das ich schon mal gemacht habe. Hier ist alles drin, was schon hochgeladen ist. Und dann habe ich hier den Ordner noch hochzuladen. Ich weiß nicht, warum der Together Call of Duty 5 Ordner jetzt hier draußen ist. Keine Ahnung. Noch hochzuladen. So, hier sind jetzt die Ordner, wo ich noch Sachen hochladen muss. Zum Beispiel Anno 1404 habe ich erst letztens den letzten Part hochgeladen, der Ordner ist leer. Hier habe ich alles fertig. Fallout 3.
Da habe ich noch 4 Folgen zum Hochladen. Da ist hier auch gerade kleine Info nebenbei. Folge 18 im Upload. Ja. Dann hier das Geheimprojekt, das ihr euch ja jetzt denken könnt. Jetzt ist es nicht mehr so geheim. Und hier Modern Warfare 2, das ist der eine Teil mit Panzerlanzer. So, ich weiß nicht, warum ich den noch nicht verschoben habe. Naja. Sobald jetzt der Upload hier abgeschlossen ist, Folge 18, was in einer Minute der Fall ist, verschiebe ich einfach hier die Folge 18 in den Archivordner hier rein. Und ich weiß immer sofort, was habe ich noch hochzuladen, was ist schon hochgeladen und was muss ich noch verarbeiten. Die Sachen, die Fraps aufnimmt, sind hier drin. Unter dem Ordner Fraps Raw Aufnahmen. So, das Problem bei Fraps Aufnahmen ist, die sind nicht komprimiert. Das heißt, eine Minute wird locker gute 2 GB groß. Deswegen habe ich das Ganze ja auch auf der größten Partition. So, Fraps Raw Aufnahmen. Ja, genau. So. Hier ist der Ordner ist leer, StarCraft 2 Ordner leer, Fallout 3 Ordner. Da habe ich hier erst letztens was verarbeitet, das kann ich alles löschen. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, so, ich nehme jetzt zum Beispiel StarCraft 2 auf. Dann gehe ich hier, D-Tools, Let's Plays, Fraps Aufnahmen, StarCraft 2. Dann wird alles, was ich von StarCraft 2 aufnehme, hier reingespeichert. So, wenn ich jetzt sage, so, kein Bock mehr auf StarCraft, jetzt nehme ich Fallout auf. Dann klicke ich einfach auf Change und mache aus diesem Ordner hier Fallout 3. Und jetzt wird alles eben in diesem Ordner hier abgespeichert. Und ja, dann habe ich wieder Bock auf Modern Warfare. Dann gehe ich hier einfach wieder auf Modern Warfare. Und ja, dann wird immer alles genau im richtigen Ordner gespeichert. Und das erspart euch einiges an Arbeit. Wirklich. So, wenn ich jetzt sehe. Ach ja, mein Gott, ich habe hier noch Fallout-Dateien zum Rendern. Also die hier sind schon gerendert, wie ihr an den SFK-Dateien sehen könnt. Die macht Sony Vegas immer. Ich habe hier ja noch Fallout zu rendern. Gut, dann mache ich das mal. An dieser Stelle muss ich jetzt mal einen kleinen Schnitt machen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also, schaut euch Part 2 an, da geht's weiter. Bis dann, tschaußen.